Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur letzten Folge von Europa Universalis 4, unserem Multiplayer-Rollenspiel-Event, kurz EUMRE, und zwar das allererste EUMRE, was auf meinem YouTube-Kanal stattfand. Wir wollen jetzt ein kleines Resümee ziehen und dafür haben wir jetzt hier mal uns die Timeline hergenommen, die historische Zeitleiste. Da werden wir auf dem langsamstmöglichsten Modus hier uns die Entwicklungen anschauen und gleichzeitig werden wir mal mit den übrigen Spielern, die am Ende jetzt noch dabei sind, sprechen und ja, dann sicherlich von ihnen hören, wie sie das Projekt fanden und vor allem auch, wie sie die Entwicklung ihres Landes fanden. Und vielleicht können wir dann am Ende noch sowas ganz Allgemeines sagen. Aber jetzt werde ich erstmal allen Spielern das Kommando geben, denn wir wollen gleichzeitig hier loslegen. Und zwar 3, 2, 1, los. So, es startet. Gut, dann übernehme ich jetzt mal und fange an mit dem Spielerresümee. Ich möchte erstmal selber anfangen, nämlich möchte ich am Anfang erstmal erwähnen, dass das, glaube ich, eins der Projekte bei Gaius war, wo es am meisten Spielerwechsel gab. Also wir haben mit einer komplett anderen Spieleranzahl oder mit Mitspielerzahl hier angefangen, als wir aufgehört haben, beziehungsweise als wir wo wir jetzt gerade sind. Ich glaube, durchgängig dabei waren von allen Spielern, die hier jetzt sind, nur 3, 4 oder so. Nicht mal. Und dennoch sind wir hier jetzt immer noch mit, jetzt muss ich kurz nachzählen, 5, 6, 7, 8, 9 Leuten, die doch noch durchgehalten haben. Und dafür sind wir natürlich dankbar, dass alle diese Länder, die jetzt noch hier sind, auch noch hier bei der letzten Folge noch da sind. Gut, dann möchte ich erstmal jetzt allen so die Möglichkeit geben, ihr Land kurz vorzustellen, beziehungsweise ihre Entwicklung und wie sie das Projekt fanden. Und weil sich der Esel immer zuerst nennt, fange ich da mal selber an. Ich habe ja zu Anfang Florenz gespielt, einen Staat, der nur mit 3 Provinzen startet. Aber ich habe es dann in einen 5-Provinzler und dann anschließend ein kleines Weltreich ausgebaut, immer mit meinen Medici ganz oben, die ich ja durchgehend gespielt habe. Und dann apropos nur kurz, in Südamerika hat Florenz schon die ersten Kolonien jetzt gerade. Ja, um Portugal in der Karibik. Ja, das ging hier tatsächlich recht schnell, weil ich mich halt auch aufs Kolonisieren beschränkt habe. Und als dann mein Weltreich so ein bisschen zugrunde ging, gerade auch durch Leute wie China, Japan, Malaysia und so weiter, bin ich dann rüber gewechselt nach Amerika und habe dort dieses mächtige Peru aufgebaut, das schon in so eine Art amerikanisiertes Italianoreich wurde. Und dessen Zukunft ist auch jetzt noch ungewiss. Ich finde, das ist eine der besten Entwicklungen, die ich für eine Nation hier gesehen habe. Und dass man auch eine Nation so umgestalten kann. Natürlich habe ich einmal gewechselt, aber das Spielprinzip war dasselbe. Ich finde das eine super Entwicklung. Und auch wenn wir in diesem Projekt sehr viel Stress mit den Spielern auch hatten und viele Unkonsequentheiten, wenn das überhaupt ein Wort ist, über Regeln oder Aktionen von Spielern, Zuspielern, Gegenüberspielern, was auch immer hatten, war es im Großen und Ganzen doch ein recht gutes Projekt, das bei Gaius ja zum ersten Mal so lief und hoffentlich auch nochmal so laufen wird. Gut, dann machen wir jetzt mal weiter mit unserem arbeitslosen Soldat bzw. Stenitzki, der ab dem dritten Aufnahmeabend, glaube ich, den Papst übernommen hat. Und jetzt so. Ja, richtig, richtig. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ja. Habe ich gerade Internetprobleme? Nein. Wie findest du die Entwicklung deines Landes? Die Entwicklung meines Landes, ja. Ich habe ein Land übernommen, was vollkommen idiotisch von meinem Vorspieler behandelt wurde. Naja, Betrachtersache. Wäre schön, wenn du mich reden lässt. Und Spanien ist gegründet. Spanien. Ja, ich wollte gerade sagen. Gegründet. Und ja, ich hatte großen Spaß dabei.
meine Armee zugrunde zu richten. Ich hatte wahrscheinlich die beschissenste Armee von allen. Ich glaube, andere hatten auch Spaß daran, deine Armee zugrunde zu richten. Und, also für einen Papststaat, für einen Kirchenstaat bin ich auch gar nicht so klein, finde ich. Nachher ja mit Civitas Sanctis, mit gut, Japan und Russland haben eine Grenze. Das ist wichtig, ein wichtiges Ereignis. Russlands größte Ausdehnung. Boah, also mit dem Königreich Gottes ist es dann ja nichts geworden, ne? Mit dem Königreich Gottes ist es nicht geworden, aber Bosnien-Herzegowina in Amerika war ja auch nicht schlecht. Und ja, nee, also kann man lief sagen, im Großen und Ganzen gut, ne? Hast dich ja auch immer mit der Toskana gebasht. Ja, es war nie was passiert, aber... Ja, aber naja, dafür habe ich deine Kolonien geschluckt. Gut, dann machen wir mal weiter mit unserem reichen Geldsack, dem Portugiesen. Daniel, aka der Major. Wie hat dir das Projekt so gefallen? Also mir hat das Projekt ziemlich einen Spaß gemacht. Ich habe es auch geschafft, an jedem Spieltag dabei zu sein, was das auch den Vorteil hat. Du bist du in der letzten Minute vor Start eingestiegen und von da an immer da gewesen. Ja. Das muss ich dir positiv anheften. Ja, aber was mein Plan von Portugal von Anfang an war, ich wollte ein Handelsimperium aufbauen, was ich mit meiner Meinung nach, ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe es erreicht. Kurzzeitigerweise hatte ich auch geplant, nachdem die Iberische Hochzeit erst sehr spät gekommen ist, wollte ich vielleicht Kastilien angreifen, um dann den Handelsknotenpunkt von Sevilla besser unter die Kontrolle zu bringen. Aber mit der verspäteten Iberischen Hochzeit ist es dann auch wieder nichts geworden. Bist ja dann kurzzeitig noch ein Vasall von Spanien gewesen. Ja, danach war ich, wie gesagt, kurzzeitig in einer PU unter Spanien. Das dürfte in der Timeline noch nicht gewesen sein. Das war zu dem Zeitpunkt, als ich mit den Japanern um Gebiete Mexiko gekämpft habe, als die Dings. Ich glaube, wir wissen was. Provinzen dort hatten, aber die PU habe ich, bin ich relativ schnell wieder losgeworden, nachdem der Spanier sich aufgegeben hat. Sich reformiert hat, aufgrund, dass der Papst ihm etwas hart geärgert hat. Das hat aber, glaube ich, mit jedem gemacht. Aber gut. Das kann man jetzt, glaube ich, nicht mehr vergleichen. Gut, ich muss dich leider unterbrechen, weil wir haben nicht ewig Zeit. Okay. Dann gehen wir mal weiter zu unserem grünen Sandsack, zu unserem Bloody, unserem Russen, der jetzt noch RR-Revolutionär wurde. Wie gefiel dir das Projekt? Ja, wie soll ich sagen, es war sehr unterhaltsam. Ja, das glaube ich auch. Das stimmt. Am Anfang war es halt sehr spannend. Ich habe mich gefreut, Moskau zu spielen. Habe mich schnell entwickelt. Im Osten habe ich Japan gefunden und es hat ein schlimmes Ende gefunden. Muss ich sagen. Naja. In gewisser Weise auch selbst verschuldet, ne? Hättest du mal diesen einen Satz, ich trete dich ins Meer, nicht gesagt. Ja, oh, das habe ich gerade gesehen. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Dieser Satz hat es ins Verderben gestürzt. Ich will nicht wissen, wie viele Bayern am Ural gestorben sind. Ja, dazu kommen aber wir gleich. Aber genau, ne? Lassen wir Bloody mal noch weiterreden. Wie gesagt, im Osten. Wie findest du die Entwicklung? Die Entwicklung, ja. Ich muss sagen, dafür, dass ich Russland gespielt habe und manche gesagt haben, sie haben Russland in die Wand gefahren, habe ich es gut gemacht. Ich habe sehr viel Geld gehabt. Ich hatte sehr früh eine große Armee. Doch ich war jedes Mal. Wieso hattest du sehr viel Geld? Könntest du ergänzen? Du hast ja auch extrem viel Geld auch in manchen Kriegen bewiesen, wo du ja extrem viele Ägypter zum Beispiel getötet hast. Kein Kommentar. Aber du kannst nicht bestreiten, dass du es dann gegen Japan doch ein bisschen verhauen hast. Nein. Ja gut, das ist ja auch keine Schmach, weil da hatten wir auch einen ziemlich guten Spieler drin. Aber gut, ich denke mal, im Großen und Ganzen war das für dich doch ein erfolgreiches Playthrough.
So ist es. Gut, dann machen wir weiter mit der Weltpolizei und dem Big Blue Blob, kann man vielleicht sagen, den USA. Ja, Flo. Ja, ich sollte das vielleicht kurz fassen, aber ich muss auf jeden Fall erwähnen, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Auch das Roleplay hat echt gut gepasst. Angefangen. Genau, also zur Entwicklung ganz kurz. Also ich muss kurz überlegen, ich habe ja als England angefangen und mein Roleplay war ja sozusagen, dass ich dann in die neue Welt mich mein neues Zuhause finde. Und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Ich habe auch versucht, das am Anfang ein bisschen geheim zu halten, ein bisschen mit England so ein anderes Roleplay zu machen. Ja, du hast ja schon im ganz frühen Spiel schon Russland mit Geld zugeschoben, wo ja, ich genau. Noch die Weltbank... Genau. Ja, und dann habe ich einfach eben ein bisschen Weltpolizei, ein bisschen versucht, die Freiheit aller Völker zu gewährleisten und mich da dann groß und stark zu machen, um das dann durchsetzen zu können. Hast du ja, glaube ich, auch geschafft. Hast, glaube ich, die größte Armee von allen, oder? Ja, ich hatte dann so gegen Ende die größte Armee, genau. Aber die Piraten konnte er nicht stoppen. Die Piraten, ja. Ja, gut. Das ist natürlich was anderes. Sehr gut, deine Entwicklung hast du ja jetzt schon ein bisschen angesprochen. Wie gesagt, erst England, dann zu den USA geworden. Hast dich ja auch viel mit Japan geclincht. Und ich denke mal, wir zwei sind dann definitiv das Powerhouse in Amerika. Ja, das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Entwicklung gewesen für die USA. Auf jeden Fall. Gut. Wenn es da nichts mehr zu sagen gibt, dann kommen wir zu einem weiteren blauen Land und dem wahrscheinlich Lebensretter der Russen mehrere Male und dem Mobbingopfer der Preußen, Bayern. Und Fort Fortune. Ja, und andersrum. Wie hat dir das Projekt gefallen? Ja, ich bin ja, ich glaube, am zweiten oder dritten Spieltag eingesprungen für, ich glaube, Style. Nee, ich glaube, es war ein bisschen später noch, aber du kamst auf jeden Fall für Style rein, ja. Und habe das Land dann übernommen. Das war nicht besonders viel expandiert. Mhm. Und ja, dann habe ich mir so ein bisschen versucht, das Beste daraus zu machen. Wie gesagt, am Anfang hatte ich ja mehr oder weniger, wurde mir das Ziel, Kaiser zu werden, was so ein bisschen nicht mehr schaffbar war. Fünfmal dazu. Das war so ein bisschen zu spät, als ich das Land übernommen hätte. Ja, das stimmt. Da hätten wir vielleicht nochmal überdenken sollen, aber es war halt zu spät. Ja, hätte man die Weichen früher stellen müssen. Ja, dann habe ich Böhmen versucht zu halten. Es hat nicht funktioniert. Ja, doch, lange genug. Ja, bis sie mich realisiert haben. Und dann bin ich ein paar Mal in Preußen einmarschiert. Und dann habe ich... ein paar Mal bei dir. Ja, beruht auf Gegenseitigkeit. Und dann habe ich mein halbes Volk am Ural gelassen. Ja, das denke ich auch. Das ist... Aber... Eins muss man dir lassen, du bist der treueste Bündnispartner in diesem gesamten Projekt gewesen. Das stimmt. Niemand kann behaupten, dass Bayern unehrenhaft wären oder sowas. Oder nicht für ihre Freunde einstehen. Also da muss ich jetzt auch mal was dazwischen wenden. Preußen und Spanien, das waren auch Best Buddies. Ja, das war eine Hackbox, aber das kommt noch. Aber gut. Ich habe mein Bündnis sogar gegenüber der Frankreich-KI gehalten. Siehst du? Burgund kam dann ja später auch noch. Mhm. Also auf jeden Fall der treueste Bündnispartner in diesem ganzen Projekt auf jeden Fall. Ja, und obwohl ich keine preußischen Ideen hatte, hatte ich, glaube ich, die zweitstärkste Armee. Also von der Qualität her. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Armee. Übrigens nur, dass die Spieler Bescheid wissen, während hier weiter geredet wird, lasse ich gerade Europa nochmal im kleineren Maße durchlaufen. Aber macht gerne weiter. Gut, dann. Dass Bayern die zweitstärkste Armee hatte, habe ich zu spüren bekommen. Zweimal, dreimal. Ja, das. Der Spanier auch. Ja, das haben wir. Ja, und apropos Spanier, der kann jetzt auch mal sein Resümee geben. Spanien besteht ja eigentlich aus zwei Spielern, dem Joshua und dem Tohu. Nur ist der Tohu leider nicht mehr da und kann demzufolge leider sein Resümee nicht abgeben. Also er lebt noch für alle Zuschauer, die denken, er lebt noch, ihm geht's gut, er hatte heute noch was anderes zu tun. Ja, das stimmt. Also was ich da schon mal im Vorhinein sagen muss, ist also auch ein Riesendank an Tohu, wenn er das Video hier sehen sollte. Auf alle Fälle echt ein super Typ gewesen, der mein Land auch mit gut übernommen hat. Und später haben wir uns ja dazu dann ausgemacht, dass wir es zusammenspielen. Und uns immer darin abwechseln. Hat nach einigen Fehlversuchen auch gut geklappt.
Ja, und dann muss ich sagen, war es einfach echt super toll gewesen. Mir hat das an sich das ganze Projekt sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte es gerne auch bis zum kompletten Ende gespielt, aber so ist es auch ein guter Abschluss gewesen. Mit und, diesen riesen Schlachten am Ende. Ja, und jetzt nochmal zur Entwicklung so genau von meinem Land, beziehungsweise von unserem Land. Am Anfang sah es etwas stagnierend aus, weil halt mit Aragorn hattest du jetzt noch nicht so viele Möglichkeiten zu expandieren, vor allem weil er die kastilische, die iberische Hochzeit ziemlich spät auf sich warten ließ. Ja, die Reformation dann, ja auch, also irgendwie kam im Grunde alles sehr spät. Aber dann ab diesem Punkt, ab dem Spanien gegründet war, ging es einfach nur noch durch die Decke. Ich glaube, wir waren durchaus eigentlich für eine sehr, sehr lange Zeit einfach die Macht Nummer 1, was jetzt die Wirtschaft betrifft, diese riesigen Handelseinnahmen. Und das hat sich ja immer noch zum, die größten. Ja, und das hat sich bis zum Ende durchgezogen. Wir hatten jetzt am Ende, weiß ich nicht, ob du das wusstest, aber wir hatten jetzt um die 380.000 Karten gehabt, glaube ich, waren es gewesen. Habe ich mal 1000. Und damit bist du dann halt einfach, du hast ausgesorgt für das ganze Spiel. Du kannst alles raus. Ja, ich denke mal, diese Expansion, die ihr in Europa betrieben habt, hier diese Eroberung Griechenlands, nachdem da mehrmals Byzanz auf und unter gegangen ist, das kam ja mal durch einen Ersatzspieler, dass das erobert wurde. Ja, muss man auch sagen, unser Ziel war es ja an sich gewesen, erstens halt ein Genua-Handelsmacht Nummer 1 zu werden, das waren wir am Ende auch mit irgendwie 95% Macht und halt an sich Handelsmacht Nummer 1, 2 haben wir uns mit Portugal immer abgewechselt, das denke ich, haben wir ganz 94, gut hinbekommen. 94%. Ja, dann halt 94, auf den einen kommt es auch nicht an. Die Piraten verfügen übrigens über 1% Handelseinfluss in Genua. Was? Ich muss meine Piraten losschicken. Und da muss ich nochmal sagen, unser Bündnis mit Preußen war auch echt eigentlich das Beste, was einem passieren konnte. Wir haben halt dadurch eine riesige Monopolstellung in Europa gehabt, was jetzt Militär oder an sich alles angeht. Ja, und man muss auch sagen, wir haben natürlich stark voneinander profitiert. Preußen halt hat von uns riesige Geldspritzen bekommen und dafür haben wir von ihm auch immer militärische Hilfe erhalten. Ja, also, so, ergänzt sich ja auch gut. Ja. Ja, und gerne bin ich beim nächsten Projekt wieder dabei, hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke an alle, die dabei waren. Ja, ich denke mal, du hast bestimmt auch bezüglich Roleplay auch ein bisschen was dazu gelernt, wie auch andere hier, die das zum ersten Mal. Das war manchmal ein bisschen holprig, vor allem jetzt zum Ende hin, weil es schwierig war durch die ganzen chaotischen Sachen. Ja, es wird bei EU4 ja aufs Late Game zu immer sehr chaotisch, wissen wir ja. Aber gut, gerade war schon von Preußen die Rede, dann kommen wir auch gleich mal dazu zum militaristischsten Staat der Welt, der selbst Russland auf den Klöppel gibt. Kroxy, sag mal was. Ja, wie fandst du das Projekt? Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ja auch etwas später da reingekommen. Ich habe das Land ja von einem anderen Spieler übernommen. Von Langer Lachs. Und daher gab es ja dann dadurch, dass ich ja ursprünglich Ersatzspieler war, war immer also die Frage, so wie kann ich jetzt was machen? Und also musste mich sehr zurückhalten. Ja, so habe ich eigentlich mein Land, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit meinem Land. Ich habe so das erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte. Ich habe in der Ostsee dann doch eine Monopolstellung gehabt und auch in Lübeck. Ja. Hast du ja auch Schweden bekommen. Ich habe genau durch Schweden die PU, das war natürlich ein sehr guter Zufall, also das war ein glücklicher Zufall und war aber auch, ehrlich gesagt, ziemlich schwierig durchzusetzen in dem Moment, da ich ja sowieso schon in 2 Kriegen war. Und etwas recht Komisches, was ich sonst noch nie bei Preußen gesehen habe, die Walachei als Vasall. Ja, das war, das weiß ich gar nicht mehr, warum ich das gemacht habe. Ich fand, das war ein lustiges Gimmick. Ich wollte mir wollt eher mit Vasallen als mit Bündnispartnern spielen, weil mich ja sowieso irgendwie jeder nicht mochte, nachdem ich, also Bayern ja sowieso nicht, damit haben wir uns ja sowieso immer im Clinch gehabt, Kirchenstadt auch nicht. Aber war ein gutes Kräfteverhältnis da im deutschen Raum. Dann ist keiner zu stark geworden hier. Das stimmt. Der Preuß ist zu stark geworden. Ja, jetzt zum Ende hin, aber ihr wisst gut, ich habe halt zum Ende hin, kann man auch dazu sagen, habe ich ja den Russen nun sehr krass in Schach gehalten. Da habe ich natürlich Glück gehabt mit der Anfang, mit dem ersten Krieg. Was natürlich, also ich hätte noch größer werden können, tatsächlich, habe ich es aber dann natürlich nicht gemacht, weil ich mich halt auch, weil ich ein sehr vorsichtiger Spieler bin, ich schätze meine Kriege schon sehr. Was ein bisschen untergegangen ist, was man leider nicht sehen kann im Let's Play, wie man so die Provinzen entwickelt, weil ich habe halt meine Provinzen sehr militaristisch entwickelt. Ich hatte überall so viel Militärmacht reingepumpt. Das war darauf habe ich tatsächlich hingewiesen. Ach, wirklich? Ich habe ja mal den Kartenmodi gezeigt, Manpower, und das
tut sich dadurch widerspiegeln. Da war Preußen die führende Nation mit den meisten, am stärksten entwickelten Militärprovinzen. Sieh mal an. Ja, und Liebe, also die Walachei, ich wollte eigentlich, ursprünglich hatte ich mit der Walachei noch die ein bisschen größer zu machen als Puffer. So, lustigerweise, am Anfang war es ursprünglich echt als Puffer gedacht gegen Spanien, weil ich doch ein bisschen Angst hatte, dass er vielleicht mir doch irgendwann mal in den Rücken fallen könnte. Ach Quatsch. War dann natürlich nicht mehr der Fall. Also das war ja so die Anfangszeit, wo dann auch der Mameluke, also der Ägypter halt mehrmals zu mir ankam und das Bündnis zu mir gesucht hat. Die Walachei hätte so gut Ungarn mit füttern können, weil Ungarn ist eine der wenigen KI-Nationen, die in Europa komplett, also fast komplett unangetastet geblieben sind. Ja, ich wollte tatsächlich ja gegen Ungarn wollte ich tatsächlich am Ende des Spiels noch ein bisschen weiter vorgehen, aber dann kam halt der Regentschaftsrat und dann sah ich halt ein bisschen blöd aus und konnte nichts mehr machen. Ja, das ist dann auch jetzt deine jetzige Situation, ne? Hast genau. Ja, ja. Und militärisch gesehen kann ich... Einen militärischen Regentschaftsrat, 116. Ja, na klar, Preußen halt. Typisch Preußen. Also ja. ich muss halt auch dazu zugeben, ich spiele Preußen unheimlich gerne, habe das sehr oft schon gespielt und militärisch gesehen muss man einfach wirklich sagen, es ist natürlich eine Monopolstellung, die man sich da erarbeitet. Die Armeen sind unschlagbar, wenn man den staatlichen Militarismus hat und alles. Das ist natürlich heftig. Und trotzdem haben sie geschlagen. Ja, das muss man zu Protokoll geben. Ja, am Anfang. Du hast auch deine am Ende. Deine Entwicklung hast du jetzt gut genug beschrieben. Jetzt sag mal, wie dir das Projekt so gefallen hat. Also das Projekt hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch gerne wieder dabei. Nächstes Mal gerne vom Anfang an. Und wir buchen dich ein. Hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Die Leute waren super nett. Es gab hier und da mal einen Clinch, natürlich. Das Übliche. Aber bleibt nicht aus, aber so hat mir das Klima in der Runde sehr gut gefallen und ich, wie gesagt, bin halt auch super gerne wieder dabei. Na, das hoffe ich doch. Gut, dann kommen wir zur letzten Spielernation im Bunde. Einer, die man gar nicht so oft wahrscheinlich in EU4-Partien sieht, nämlich Ägypten, die von Mackie gespielt wurde, oder MKMC. Sag mal was zum Projekt. Okay. Zum Projekt oder zum Spielverlauf zuerst? Erstmal deine Meinung zum Projekt. Das Projekt hat mir sehr gefallen. Es war für mich das erste Mal, irgendwo ein Rollenspiel mitzumachen. Dafür hast du dich aber sehr gut geschlagen, muss ich sagen. Danke, ich bin auch sehr motiviert reingegangen. Später hat ein bisschen leider die Motivation nachgelassen, war dann doch schwierig irgendwie. Über ein halbes Jahr eine Nation jeden Freitag zu spielen. Hast du dein RP-Ziel die ganze Zeit vor Augen gehabt und das die ganze Zeit gut verfolgt. Ja, das RP-Ziel natürlich. Ich habe aber halt ein bisschen nachgelassen, was ein bisschen mein Rollenspiel, glaube ich, ein bisschen... Ja, so von wegen, wir können nicht alle retten. Nein, ich meinte auch, ich habe auch am Anfang bei YouTube-Videos Kommentare verfasst und sowas. Ja, das hat dann leider ein bisschen nachgelassen. Wirklich ein bisschen... Aber das ist ja auch nicht nötig gewesen. Wir hatten ja hier auch mal im Discord einen Channel, wo man noch kleine Geschichten dazu schreibt. Das kam ja auch dazu, aber... Das ist dann ein bisschen untergegangen, auch weil wir so viele Spieler verloren haben. Aber das ist ja nicht Pflicht gewesen. Dennoch, was sagst du zu der Entwicklung deiner Nation? Ja, ich denke, ich habe das halbwegs solide gemacht. Am Anfang ist es natürlich prächtig gelaufen. Ich glaube, ich hatte 90% der Zeit über 10 diplomatische Beziehungen. Die arabische Halbinsel, ich glaube, da wurden 80% circa friedlich annektiert, genauso wie Fesan. Marokko, Tunesien habe ich, glaube ich, seit Anfang des Spiels immer das Bündnis gehabt. Ja. Habe ich immer noch gehalten. Ich hatte zwischenzeitlich Bündnisse mit komischen Nationen wie Nogai, Chagatai, irgendwelchen Indern, irgendwelchen Afrikanern, was mir zum Verhängnis wurde, weil der Portugiese angegriffen hat. Da war ich immer wieder im Krieg gegen den Portugiesen, dessen Armee schwach war, aber der dann immer wieder mit unzähligen Söldnern immer dazwischen gekommen ist. Also für mich hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht, immer mit dem Portugiesen in Clinch zu sein. Ich habe natürlich auch Hattest ja auch so einen persönlichen Hass für den Kirchenstaat, obwohl das keine Seltenheit war, aber nein.
Achso, ich würde sagen, größeren Hass hat er gegenüber uns gehabt. Ja, Spanien und Portugal waren natürlich immer die Feind 1, das habe ich von Anfang an gesagt, weil sie eben auch historisch gegen die Mohren, also Andalusien, vorgegangen sind. Deswegen waren sie von Anfang an eigentlich für mich Staatsfeind Nummer 1. Genau, vor allem dann, als Spanien begonnen hat, sich auf der Krim und Konstantinopel auszubreiten und Portugal mehr Provinzen von Marokko hatte, die waren immer Ziele. Also ich habe immer, glaube ich, alle 5 Minuten immer geschaut, kann ich Spanien angreifen, kann ich Portugal angreifen? Habe ich auch hin und wieder gemacht. Später, also am Anfang habe ich auch natürlich ein bisschen mein Land selber aufgebaut, die Osmanen vernichtet und sowas. Ja, das war ja durch Byzanz nicht wirklich schwer. Da muss man ja sagen, das war die Europäische Allianz, die das ja eingeleitet hat. Da würde ich mir nochmal YouTube-Videos anschauen, weil ich mir nicht so ganz Ist ja jetzt auch egal. Ist nicht so schlimm, ja. Großer Feind bei dir war ja auch zwischenzeitlich Persien da. Persien war eigentlich, ich habe sie nur einmal bekämpft, um einfach nur meine Grenzen nach Osten schön zu machen. Das war ja ein Spieler und wir waren einigermaßen befreundet. Der Darfkeks. Genau, und ich habe natürlich immer geschaut, eigentlich alle zum Feind zu haben, die mir zu nahe kommen. Einfach, weil ich das interessant finde, mit jedem Sieg zu haben. Allerdings ist Persien dann das Spiel rausgestiegen, bevor es da zu einem Krach kommen konnte. Sonst hätte es da wahrscheinlich sehr interessante Kriege gegeben. Ja, so gab es nur Kriege gegen eine KI-Nation und das war leider halt ein bisschen... Ja. Wahrscheinlich hätte sich Persien dann auch noch weiter Richtung Vijayanagara und anderen Nationen ausgeweitet. Oder leider vielleicht auch Stress mit den drei Ostnationen angefangen, Japan, Ming, Malaysia, wo wir auch zwischenzeitlich drei sehr, sehr gute Rollenspieler drin hatten. Für Ming den Franz 8, für Japan den Satona und für Malaysia den Innenstrategist. Die kennt man auch von Writing Bull auch. Die haben hier uns ein bisschen ausgeholfen und mit den Nationen wirklich auch gut gespielt, muss ich sagen. Gut. Nun, um noch meine Entwicklung zu beenden. Natürlich gegen Ende war es mein Hauptziel, die Macht Preußen-Spanien zu sprengen, was ich mit allen Mitteln probiert habe. Ich habe versucht, Preußen auf meine Seite zu ziehen. Ihr fragt euch, wie hat der Walachei bekommen? Das war mein Vorschlag, die Walachei ihm zu geben, als wir gemeinsam einen Krieg gegen Polen geführt haben. Das hat leider nicht gereicht, um ihn von Spanien loszulösen. Und ich hatte ja die riesige Koalition gegen Spanien, die eigentlich einfach nur Bündnisse waren. Mit, glaube ich, da waren Frankreich, Burgund, indirekt Bayern und Kirchenstaat, Polen, Marokko, Tunesien, Songhai, Malaysia und Bengalen in dem Krieg gegen Spanien und Preußen, den wir fast gewonnen hätten, hätten nicht die USA sich komplett verschätzt und aus irgendeinem Grund auf die Seite der stärkeren Nationen eingeschalten. So konnten Spanien und Preußen, ich konnte sie dann nie wieder brechen. Das habe ich natürlich ewig lang probiert. Eine Sache zu Mackie würde ich auch noch gerne sagen, was mir sehr bei dir auch... Du kannst gleich übernehmen, ich bin sowieso fertig. Ich möchte auch nur ganz kurz sagen, dass ich mich verabschiede. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ich muss jetzt leider los. Dir auch einen schönen Abend. Runde. Und nochmal zu Mackie, was mir bei dir auch sehr gefallen hat vom Rollenspiel, was man zum gewissen Teil auch noch tatsächlich bis zum Ende gemerkt hat. Du hast es geschafft, auch eine gewisse intrigante Rolle verkörpern zu können. Also du hast immer versucht, alles so ein bisschen gegeneinander aufzubringen, dass du sozusagen als Ägypten, vorher Mamelucken, deinen Vorteil dann daraus ziehen konntest. Also ein Beispiel war es zum Beispiel das mit der Walachei oder dass du halt bei anderen Kriegen versucht hast, dann da eine Provinz mal abzuknöpfen oder dass die gegenseitig sich auf den Keks gehen. Also du hast es auch immer sehr gut geschafft, mit den richtigen Worten sozusagen das zu bewirken, was du am Ende wolltest. Also das fand ich schön gespielt. Genau, aber jetzt vielleicht nochmal mein Resümee ganz zum Schluss. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit nochmal alle Länder auch zum großen Teil wenigstens gezeigt und nochmal alles ein bisschen für euch durchgegangen. Wir haben jetzt nochmal einige Timelines gesehen. Ich muss sagen, der Spielstand an sich finde ich sehr, sehr interessant, wie er sich entwickelt hat. Also auch die Grenzverläufe, die neuen Länder, die geschaffen wurden, ist wirklich beeindruckend. Ich finde, es ist echt ein besonderer Spielstand geworden. Ich meine, wir haben das Ganze jetzt hier auch über ein halbes Jahr gemacht. Da
wächst das auch echt zusammen. Da findet man das auch sehr wichtig, das ganze Projekt und jetzt eben auch diesen Spielstand. Wir enden jetzt im Jahr 1767. Ich fand trotzdem das Jahr jetzt und das Datum auch als einen schönen Schluss da. Es wurde nochmal viel gezeigt, wobei jetzt am Ende eigentlich, ja, da hat sozusagen einen großen Krieg den anderen geworfen, was dann aber nichts mehr Besonderes war. Dennoch fand ich es immer unterhaltsam und vor allem viele spannende Schlachten waren dabei. Vor allem zu Beginn und dann vor allem auch in der Mitte gab es sehr viel herrliches, wunderschönes Rollenspiel zwischen den verschiedenen Nationen und Herrschern. Gegen Ende gab es eben so viele Kriege, dass dann halt die verschiedenen Spieler sich eher auf die Kriege konzentriert hatten, was natürlich auch nachvollziehbar ist. Vielleicht ist für die Zukunft dann da schlauer, tatsächlich noch ein bisschen früher einfach das Projekt zu beenden, so um 1700 rum oder so. Da werden wir uns auf jeden Fall Gedanken machen. Es wird jetzt sicherlich erstmal eine lange Pause kommen, bis ein zweites Eumbre kommt, aber es wird auf jeden Fall ein zweites Eumbre geben. Das kann aber jetzt sein, dass es tatsächlich mindestens ja, noch ein halbes Jahr dauert oder länger. Ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, aber auch dann, wenn es ein zweites Eumbre gibt, werden wir natürlich alle Sachen, die ihr uns sagt, also auch jetzt bitte in die Kommentare schreibt und was auch uns die ganzen Spieler sagen, werden wir dann mit einbeziehen, was wir dann da besser machen können, verändern können und dann wird es auch sicherlich wieder die Möglichkeit geben, sich zu bewerben, da mitzumachen. Sicherlich aber auch dieses Mal sollte mehr Kontinuität drin sein, ja, nicht so ein großer Spielerwechsel. Genau, also da werden wir auch dann drauf achten. Das heißt, es wird dann noch ein bisschen schwieriger sein, sozusagen mitzumachen, weil wir einfach eine bessere Auswahl auch haben wollen, dass das dann auch als wichtig erachtet wird. Aber insgesamt bleibt mir einfach nur zu sagen, mir hat es riesig viel Spaß gemacht. Ich möchte nochmal mich bei allen Spielern bedanken, auch allen Spielern, die jetzt mittlerweile nicht mehr dabei sind, die trotzdem lange Jahre hier sozusagen, also im Spiel lange Jahre und außerhalb des Spiels viele Monate ihr Land übernommen haben und das zum Teil sehr herrlich gespielt haben im Rollenspiel, schöne ja, Entwicklungen durchgeführt haben. Ich glaube, es haben sich tatsächlich auch durch unsere Runde hier einige Spieler sowohl im Rollenspiel auch als auch außerhalb des Rollenspiels ein bisschen weiterentwickelt, was natürlich auch mich sehr freut, was auch eine schöne Sache ist. Ich war auch immer sehr gerne ja, in dieser Rolle des Stiefenbergs, beziehungsweise habe mir mit euch zusammen, liebe Zuschauer, alles angeschaut. Ja, aber ich würde sagen auch, dass das Abschlussvideo jetzt nicht allzu lang wird. Wir sind, glaube ich, schon sehr lange dabei. Waren das, denke ich, jetzt die letzten Worte. Ich hoffe einfach, euch hat es auch gefallen, liebe Zuschauer. Ich denke, da wurde wirklich eine ordentliche Unterhaltung auch abgeliefert. Ja, mir bleibt nur noch zu sagen, schreibt einfach nochmal euer Resümee in die Kommentare dieses letzten Videos. Wie fandet ihr dieses Eumbre? Was sind eure Verbesserungsvorschläge? Was hat euch gut gefallen? Was eher weniger gut? Da bin ich auf jeden Fall noch sehr gespannt und sicherlich auch die Spieler. Wir werden das dann alle lesen und uns das nochmal genau anschauen. Und ansonsten sehen wir uns sicherlich dann bald wieder auf meinem Discord-Server, der in der Videobeschreibung ist, bei einem meiner anderen neuen Videos, bei einem Livestream oder dann in etwas fernerer Zukunft beim zweiten Eumbre. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Gaius Julius Caesar. Tschüss.